Edward Bach. Edward Bach, Dr. Edward Bach, lebte vom 24. September 1886 bis zum 27. November 1936. Edward Bach war ein englischer Arzt. Er ist geboren in Birmingham und er entwickelte die Bach-Blütentherapie. Bach-Blütentherapie gilt als ein Behandlungsverfahren der Alternativmedizin, der Komplementärmedizin, der Naturheilkunde. Bach studierte am University College Hospital in London und erhielt sein medizinisches Diplom in Cambridge. Er hielt schon zu dieser Zeit Krankheiten als psychosomatische Regulation. Edward Bach sagte, dass die Krankheiten letztlich Ausdruck sind von der Seele. Und so beschäftigte er sich damit mit Überlegungen, wie kann man die Krankheiten der Seele heilen, um zur auch körperlichen Gesundheit zu kommen. Zunächst war Edward Bach als medizinischer Leiter der Unfallstation des University College Hospitals tätig. Dann war er auch in der bakteriologischen, immunologischen Abteilung. Er beschäftigte sich auch mit Autovakzinen. Und ja, eine Weile dachte er, dass der Darm die Grundlage ist für die Ursache für viele Krankheiten. Dr. Edward Bach war ein sehr intuitiver Mensch, ein sehr empfindsamer Mensch, ein sehr naturverbundener Mensch. Er verbrachte gerne viel Zeit mit Pflanzen und Tieren. Er beschäftigte sich auch mit sozialen Fragen. Er arbeitete als 17-Jähriger in der Messinggießerei seines Vaters und fand die Arbeitsbedingungen schrecklich. Es beschäftigte sich ihn aber vor allem die Ursachen von körperlichen Krankheiten, die seelischen Ursachen, also die Psychosomatik von Problemen. Eine Weile beschäftigte er sich mit der Homöopathie und war von der Homöopathie fasziniert. Ab 1930 widmete er sich dann ganz der Kräuterheilkunde. Er suchte neue Kräuterhilfsmittel und behandelte Patienten kostenlos, eben mit der Bachblütentherapie. Er wurde zwar eine Weile von den Ärzten in England nicht sehr positiv gesehen, aber blieb die ganze Zeit bei seiner Ärztezulassung. Er schrieb das Buch »Heilen Sie sich selbst, Heal Thyself« und dort beschrieb er das Verfahren der Bachblüten. Er entwickelte also die 38 Bachblüten, auch 38 Bachblütenessenzen genannt. Er entwickelte die Weisen, wie man sie herstellt, über Sonne und Kochen und Verdünnung und so weiter und erkannte die verschiedenen Einsätze dieser Bachblüten. Mehr dazu findest du auch auf unseren Internetseiten unter Edward Bach, aber auch unter die 38 Bachblütenessenzen und ihre Wirkung.